Moin zusammen. Ja, heute ein sehr, sehr trauriges Thema, womit ich euch mit euch drüber reden möchte. Ich wurde in ein paar Kommentaren darauf aufmerksam gemacht und auch in Privatnachrichten mehrfach um meine Meinung gefragt. Und dann dachte ich mir, okay, machst du dieses Video doch, obwohl ich es eigentlich nicht geplant hatte. Ja, dementsprechend, es geht um ein sehr ernstes Thema. Einige von euch kennen den YouTuber Alpi Pferd, nennt er sich. Das ist ein Junge aus Bremen, 24 Jahre wohl ungefähr alt. Und ich hole jetzt extra ein bisschen aus, weil einige von euch den nicht kennen, weil ich weiß ja auch, es sind auch viele Nicht-Motorradfahrer unter uns hier im Kanal. Und deswegen mache ich jetzt mal so ein bisschen Berichterstattung, versuche möglichst auch neutral zu bleiben. Ja, der YouTuber Alpi Pferd hat, ich weiß nicht, seit ein oder zwei Jahren Motovlogs erstellt in seinem Kanal und hat in diesem Jahr rasante Abozahlen generiert, sage ich mal dazu. Das heißt, er hat im März einen Abo-Anstieg von, da hat er circa um die 5.000 oder 7.000, 3.000 Abos gehabt und hat in diesem Monat März 2016 über 25.000 oder 20.000 Abos kassiert. Könnt ihr bei socialblade.com auch mal nachgucken, was da genau los war. Das lag daran, da irgendwie ein Video eingestellt hat, Wheelie neben der Polizei oder irgendwas Krasses mit den Bullen halt. Und sowas zieht natürlich immer viele Klicks und viel Begeisterung auch an. Ja, und da hat er natürlich einige Abos geholt und war dann jetzt schlussendlich bis letzte Woche oder ist aktuell bei einem Stand von über 80.000 Abonnenten. Ich glaube 84 oder 85.000 Abonnenten. Hat auch immer zahlreiche Videos eingestellt. Alles soweit okay, nichts Berauschendes oder Besonderes. Das machen viele. Ich mache auch ein paar Vlogs, habe bei weitem nicht so viele Abonnenten. Aber okay, warum hat der Alpi so viele Abos noch generiert und kassiert? Ja, ich fahre heute gemütlich, sorry. Das liegt meiner Meinung nach daran, weil er sich sehr von der Masse der anderen Motovlogger abgesetzt hat. Wie hat er das gemacht? Er ist zum Beispiel in der Stadt Bremen, Hansestadt Bremen oben, man sah seinen Tacho auch in den Videos immer wieder, 160, 150 in der Stadt, wo 50 war. Und mit solchen rasanten Fahraktionen und sowas hat er sich da irgendwie in der Szene, sag ich mal, einen Namen gemacht. Sag ich jetzt mal wirklich ganz wertfrei. So, und das war jetzt die Vorgeschichte zu diesem YouTuber. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Dieser YouTuber hat am vergangenen Freitag einen Unfall gehabt. Das ist jetzt erwiesen. Der hatte bei Instagram auch selber ein Unfallbild von sich aus dem Krankenhaus gepostet. Man sah seine Beine dort liegen. Ist mittlerweile gesperrt, der Account. Dazu komme ich gleich. Man sah halt seine Beine dort liegen und da waren einige Schürfwunden. Und noch zur Info, er kann von Glück sagen, dass er nur diese Schürfwunden davongetragen hat, weil er war eigentlich auch bekannt dafür, keine Schutzkleidung, Leder oder ähnliches zu tragen. Und ja, bei diesem Unfall hat er wohl Schutzkleidung getragen, also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, ich bin selber ein bisschen, wie soll ich sagen, nervös ist das falsche Wort, aber auch betroffen, auch wenn ich die Person nicht kannte, nämlich nicht den Alpi, sondern er hat einen Unfall gemacht oder gehabt und hat dabei einen 75-jährigen Menschen totgefahren, einen älteren Herrn, 75 Jahre, ein Rentner, was weiß ich. Und dieser Mensch ist tot, der ist weg. Der ist weg von diesem Planeten und der existiert nicht mehr. Die lebenden Verwandten will ich mir gar nicht drüber im Kopf machen, wie die sich fühlen müssen. Und jetzt gibt es zwei Lager, sag ich mal dazu. Bei zahlreichen Videos und Kommentaren liest man das und bekommt man das mit. Und es gibt, also, so wie ich das finde, zwei Lager. Das sind einmal die Leute pro Alpi und dann sind das die anderen kontra Alpi quasi. Und die eine Fraktion steht halt voll und ganz hinter ihm und sagt, ja, es kann ja immer was passieren, deswegen, man fährt ja halt und was weiß ich, und das ist halt so. Und ältere Menschen sind auch nicht mehr so aktiv, aufzupassen in dem Straßenverkehr und so weiter und so fort. Okay, werde ich nichts zu sagen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ja, das ist ein Mörder. Die sagen klipp und klar Mörder, müsste man die Kommentare durchlesen. Das finde ich genauso krass und genauso hart.
oh, Vögelchen, weil noch nichts bewiesen oder erwiesen ist, dass er diesen Menschen getötet hat, ist richtig. Wir müssen hier auf die Wortwahl ganz genau aufpassen. Getötet, ja. Aber dann ein findiger Jurist wird da einen anderen Begriff rausholen, ob das ein Mord war, ob das eine Tötung war oder ob das eine fahrlässige Tötung war und so weiter. Ich bin kein Jurist, ich kann dazu nichts sagen und das möchte ich hier klipp und klar feststellen. Ich halte Alpi nicht als Mörder oder sonst was fest oder ähnliches. Das ist das, was auch in der Presse gestanden hat. Presse ist dann teilweise die Bild-Zeitung, Berliner Kurier und ähnliches, wo man auch geteilter Meinung sein darf, wie ich finde, ob das eine seriöse Berichterstattung ist. So, weiter. Was ist dann passiert? Ja, die Polizei hat rausbekommen, fragt mich nicht, wie das genau gelaufen ist, dass Alpi ein Motovlogger ist. Und hat sich dann dementsprechend Zugang zu seiner Wohnung oder so, ja, wohnt bei den Eltern, also zu seiner Wohnung, seinem Kinderzimmer geholt und mit einem Durchsuchungsbeschluss. Und hat seine Videos gesichtet, die er zu Hause auf der GoPro hatte oder hat. Und zugleich ist jetzt auch, das ist seit gestern Abend, glaube ich, oder gestern, vorgestern, ich bin mir nicht ganz sicher, also Montag oder Dienstag wird das passiert sein, sind alle Videos von Alpi im Kanal nicht gelöscht. Das ist nicht richtig, weil das lese ich immer häufiger, sind nicht gelöscht, sondern auf privat gestellt. Das heißt, die Videos sind faktisch noch online, aber nicht einsehbar. Das ist ein Unterschied. So, und dementsprechend hat man jetzt keinen Zugriff mehr darauf. Es gibt aber diverse Seiten im Netz, wo die Videos gespiegelt werden, wo man die noch runterladen könnte, wenn man da ein bisschen aufwendiger nachsucht. Also, ne, so, das dazu. Ja, und die Presse ist natürlich auch nicht doof. Die hat sich nach diesem Unfall, irgendwie hat die Presse davon Wind bekommen, dass das halt ein Motovlogger ist und hat sich den Kanal natürlich angeschaut. Und dann haben sie da bei Radio Bremen, glaube ich, war das, genau. Ich verlinke euch auch mal einige Artikel da unten und macht euch bitte selber ein Bild. Ein Video rausgesucht beim Alpi, wo er durch die Stadt fährt und er fährt verdammt schnell und fährt sehr rasant an einem Fußgänger vorbei, um es mal so auszudrücken. Ich fahre heute echt langsam, weil ich habe das irgendwo in den Knochen. Also, ja. Fährt auf jeden Fall sehr nah an einem Fußgänger vorbei und hält danach an mit seinem Kollegen, dem Mr. Mo. Und sagt dann nur irgendwie, den hätte ich fast zerscheppert und wie Lego in seine Einzelteile zerlegt oder irgendwie sowas in der Richtung, kein Zitat. Ja, kann man sich auch was bei denken. Und ich will auch gar nicht das richtig alles bewerten, weil ich denke, das können wir an dieser Stelle noch nicht. Und vielleicht liegt das irgendwo auch an meinem Alter. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, dass ich jetzt nicht hingehe und sage, ja, du bist es, das war's und hin und her. Man muss da wirklich erstmal abwarten, was da jetzt die nächste Zeit ergibt. Hab da eigentlich auch genug zu gesagt, wie ich finde. Und wo fahren wir? Ja. Gut konzentrieren hier. Ja, und dementsprechend denke ich, damit ist auch meine Meinung, ja, was heißt meine Meinung? Nein, das war eher eine Berichterstattung von mir, weil ich möglichst wirklich neutral sein wollte, um auch gar nicht diesem Hate pro oder contra ihm irgendwie nochmal zu beflügeln und Wind unter den Segeln zu machen. Das ist nicht mein Ziel, das möchte ich damit nicht. Dieses Video ist wirklich rein dafür gemacht, um einige von euch darüber zu informieren, was ich dazu zu sagen habe. Und ich finde, die Kernaussage meines Videos soll sein, man kann dazu aktuell nichts sagen, weil es einfach noch keine genauen Informationen gibt. Sprich, es ist noch nicht geklärt, wer grün hatte an der Ampel. Man weiß nicht, ob Alpi zu schnell war oder nicht. Und genau. Ach so, noch eine andere Information, die auch in der Presse stand, aber auch in einer Stanze drin, in einer Zeitung, in einer anderen nicht. Er hat wohl vor diesem Unfall einen Autofahrer irgendwie angerempelt mit seinem Motorrad und wäre dann wohl abgehauen. Also wohl angeblich Fahrerflucht.
Ich kann das nicht bestätigen oder ähnliches, deswegen kann ich es auch nicht bewerten, weil ich die Faktengrundlage auf dieser Basis nicht komplett kenne. Ich denke, damit ist alles gesagt. Das ist, wie gesagt, mehr eine Information in diesem Video, weil ich jetzt, wie gesagt, mehrfach darum gebeten wurde, dazu Stellung zu beziehen. Ich denke, man sollte ganz klar abwarten, um das nochmal zu erwähnen, was oder wie man jetzt urteilt darüber, weil das kann man an dieser Position noch nicht. Und verlinke euch auch mal einen anderen Motovlogger, ein sehr korrekter Typ, der fliegende Mocker. Der ein oder andere wird ihn kennen. Das ist ein ganz vernünftiger Junge, wie ich finde. Schöne Grüße an dich, falls du das Video mal sehen solltest. Und der hat das nämlich auch ganz gut dargelegt in seinem Video. Schaut es euch mal an bei ihm im Kanal. Verlinke ich euch auch. Ja, in diesem Sinne noch mein Appell an euch, fahrt anständig, es bringt nichts, wenn ihr eine Minute früher zu Hause seid oder auch nicht. Ihr wisst, ich fahre auch nicht gerade langsam, zumindest mit meinem Auto, mit meinem Motorrad bin ich ja totale Langsamfahrer, weil ich da noch nicht die Erfahrung habe, stehe ich aber auch zu. Im Auto fahre ich schneller, aber dann, wenn ich es abschätzen kann, sprich auf der Autobahn, wenn irgendein Deutschlandspiel läuft, wenn sie frei ist. Und mein Appell an euch, Berufsverkehr und die ganzen Sachen und so, haltet die Augen offen, passt immer höllisch auf. Lieber zwei Finger mehr an der Bremse oder auch vier als keine und einfach Slowdown. Also haut rein. Ciao.